wir wieder. Hab ich zusammengeschlagen, der Hunde Elende. Ja, glaubst du nicht? Kuppel, ja. Ja. Komm ein bisschen in der Deckung, komm runter mit dem Kopf. Ja. Jetzt bin ich auch tot. Oh, runter. Ah, das ist so ein Constructor schon wieder. Oh. Hab keinen Gegner, wir will ich nicht mehr. Oh, Leute. Für beide tot. Da war kein Gegner mehr. Kein Problem. Jetzt habe ich aber den Constructor niedergemacht. Ach, da. Ja, Gott sei Dank. Warte mal, ich komm. Ja, ich bin im Leben. Ja, gut, mach. Ja, bleib da. Ja, mach schnell. Und ja. Alles klar. Letzte Sekunde war noch. Beiß auf die Zähne. Ja, okay. Gut. Der Konstruktor ist noch dahinter, ne? Nee, der Konstruktor ist nein, der explodiert. Ist noch dahinter. Der ist noch dahinter. Weiß wie? Wo er den ist? Den habe ich gerade umgelegt. Nee. Den das Kribbel. Das war ein anderer. Scheiß. Okay, spawne neu. Ja. Der war hinter Busch noch. Ja, deswegen bin ich da wieder zum Leben gekommen, weil ich den umgelegt habe. Das war ein anderer, Olaf. Also jetzt nochmal. Wie war der Tod? Den Konstruktor wäre jetzt. Hallo, da sind sie ja wieder. Ja, hinter uns, ne? Andere Richtung, Olaf. Hier ein paar Kritikpunkte von Handsome Jack. Erstens, er sagt, wir hätten die Kieferpartie bei seinen Statuen nicht gut hingekriegt. Und, er ordnet an, dass jeder Arbeiter, der in den letzten drei Wochen mehr als... Ja, sind wir nicht da. ...hingerichtet wird. Wir kommen in Kürze mit meinem Runde. Hey! Ja, haben wir das schon wieder? Ja, das ist der Konstruktor, siehst du? Ja. Ich schaffe nicht allein. Den habe ich jetzt erst. Bomben zwar jetzt die Dienstwehr gesprengt, seinen Schutz. Aber das schaffe ich nicht. Ich bin nämlich halb tot. Jetzt bin ich ganz zurück. Der hat einen Schild mehr. Ja. Der Konstruktor. Oh, oh. Jetzt ist ein lieber Erfolg. Oder nie? Ich hab den nicht schnell genug, oder wir haben den nicht schnell genug runtergekriegt. Zwischen angeschossen werden und... Jetzt ist er doch. Ja, gut, ich bin wieder da. Falls Ihnen irgendein Idiot erzählt, ein Leben ohne Tod sei sinnlos, empfiehlt Hyperion zu töten. Ein Leben wäre sinnlos ohne Tod, ja. Alles klar. So, Medikits! Medikits, ja. Die brauche ich nicht, tut mir leid. Nee, wir müssen in eine andere Richtung, Olaf. Ja. Jo, warte mal, Medikit? Nicht noch eins? Gut. So. Du verharrst mal kurz hier, ich geh mal kurz Munition holen. Oder sind wir zu weit weg? Weiß ich gar nicht. Der Automat. Machen wir ein paar Kisten auf. Geld, ja, schön, Geld.
Der kann es nicht lassen. Ich gehe mal schnell, das ist wie bei einer Frau. Ich gehe mal kurz zum Shoppen. Ja. Ja, ich nach dachte, 3 Stunden kommt wieder, beladen wie ein Esel. Na komm, dann geh jetzt hin. Nee, ich dachte, bevor ich wieder hinlaufe und mir was auslöse, weißt du? Hier hat. Aha, Schlepp. Hier hat. Okay, das Raketenwerfer. Da unten wahrscheinlich. Ja. Da waren wir auch schon mal. Da waren wir schon mal unten, ja. Wir müssen hier wieder runter. Guck, hier ist er. Eine. Ja, haben wir schon. Gut. Booster Shields. So. Hat er nichts getaugt. Das Booster Shields. So, langsam runterkriechen. Nicht im Stehen. Am besten geduckt. Ach was. Ja. Naja, ich meine, denn. Sehen Sie die nicht so schnell, ne? Wenn der ein Ding hätte, wo er sich in Deckung schnell begeben kann, dann wäre das klasse, aber so. Deckung kann er ja gar nicht suchen im Prinzip, ne? Nee. Richtig Deckung. Guck mal hier. Irgendwo sind wir jetzt hier. Folge zurück. Hinter dir. Ah, mein Gott. Musst du jetzt da nachladen, du Depp? Von oben schießt da irgendwie eine Rakete. Oh Mann, geht er so langsam. Der ist ja wieder verschwunden. Ja eben. Ich werd wieder. Von oben kamen die Schüsse. Ja. Da kamen die Lasergeschüsse. Ach Gott, und jetzt nochmal das Ganze oder was? Na klar. Na klar? Na, ich hoffe mal nicht, ne? Doch. Ihre postmortale Frustration so. In prämortalen Rachedurst umwandeln. Okay, na, da kommen wir doch jetzt mal hier durch. Wenn die allzu lange brauchen. Schnell hin. Warum müssen wir denn jetzt so rasen, sage mal? Aber nee, jetzt auch, jetzt looten. Looten sofort. Ja, na, ich brauche Munition, nein, nicht? Gott. Ich brauche im Moment keine Munition. Okay. Muss fürs Nachladen. Mensch, hör halt auf jetzt. Geh mir in den Kampf rein und machen dann fertig. Ja. Ich komm doch schon. Ich komm doch schon. Andere Seite hinter dir. Der ist so. Der ist ein. Wer hat mich da erwischt? Von hinten, von hinten hat sie da. Oh. Du hast von hinten. Und jetzt ist keiner mehr da, ne? Doch, rechts. Keine Sau mehr da. Doch, da. Ein Kampfingenieur, das ist ein. Vorsicht, hinter dir. Auch hin, ne? Ja. Ja, dann geh wieder mal in die Richtung. Jetzt von der anderen Seite. Hm. Können wir nicht durchschießen? Echt nicht. Ich geh mal rum. Jetzt
festnageln. So. Okay, der ist weg. Ich stehe jetzt genau auf dem drauf, du. Ja. Aber von hier oben wurde ja auch geschossen. Aber ich kam aus der Decke, glaube ich. Dann muss es da hinten sein, hier irgendwo. Sollen wir hier rumgehen und den Kreis mal einfach aufräumen, weißt du? Naja, ich habe jetzt nicht öfter mal wieder ein bisschen. Ja. Hey. Ja, komm, wie die Stromrakete. Das hier ist Konstruktor, ne? Ja. Ja, schieß auf rote Augen vorne. Nee, ich kann nicht, ich bin tot, ich bin hier gerade gespawnt wieder. Oh, schade. Warte mal, ich muss schauen, vielleicht komme ich da runter. Na, dann muss ich aber schnell. Das ist schafft, ja. Ich komme mir so ein bisschen entgegen. Bist du weit weg, Ja, ich bin zu weit weg. Bett gespawnt, bis du dich gefunden hast, dann bin ich schon. Ja. So, ist das hier sicher für eine Pause? Nee, du bist schon wieder runtergelaufen. Bin ja runtergelaufen jetzt. Ja. Ich komme. Ich lauf mal an ihm vorbei. Jetzt lauft der blöde Ingenieur an mir vorbei, beachte mich nicht. Jetzt brauche ich ihn eigentlich nicht mehr. Jetzt habe ich ihn erschossen. Hinter dir, so. hinter dir. Da kommt einer angedüst. Oh ja. Ja, jetzt machen wir mal eine Pause. Wo gehen wir denn hin? Wo wir geschossen waren. Zum Eingang zurück? Wo die Automaten stehen? Willkommen in Opportunity. Sie wollen auf der Welt hier zu leben, weil sie das beste Time-Area zu. Nur die Frage, wo sind die Automaten? Ja, eben, da müssen wir jetzt ja wieder nach, glaube ich. Warte mal. Ich mache mal eine Markierung. Geht das hier auch? Ja doch, Wegpunkt setzen. Geht nicht. Doch, komm mal hinterher. Ich laufe jetzt aber, ne? Genau, hier vorbei, hier hoch. Da kann natürlich passieren, dass wir, wenn wir wieder losgehen dahin, dass wir jetzt gespawnt werden, ne? Na. War das hier? Ja,
Kreis. ich laufe hier, glaube ich. Irgendwie ein bisschen falsch. Ja, aber du läufst falsch. Na, ist egal. Wir sind aber gleich bei den Automaten hier. Guck. Ja. Automaten. Hier sind die Automaten, ja. Herzlich willkommen, Kunde. Kann man gleich kaufen. Genau. Du bist mein Millionär. Und ich setze mich jetzt hier auf die Bank. Ja. Und jetzt gehe ich mal eine rauchen. Genau, mach Pause. Bis gleich. Bis gleich. Na gut, dann lass uns dann nochmal versuchen, hier den Badass wegzukriegen, wegzuknirschen. Der ist normal. Der ist Feuer. Schade. Hä? Normale und das fertig. Werfen ja mit Granaten, die sind doof. Ja. Geh mal die Treppen hier hoch, rechts hoch. Ich hab geschworen, nie wieder zu töten, aber drauf geschissen. Genau, ich hab auch geschworen, nie wieder zu töten, aber drauf geschissen. Gut. Naja, sagt er, naja, Olaf, du bist hinter mir. Aber wir müssen da wieder runter. Ja, wie immer, wir müssen runter, aber was rennst du denn so? Sagt ich renne nicht. Doch, du bist gerannt, habe ich gerade gesehen. Nein. Ja. Ja. Dein Leben wieder so knapp, ne? Naja, geht schon. Geht schon. Geht schon. Ja. Aktivieren, was ist denn hier aktivieren? Warte mal. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt.